Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie schon festgestellt haben, Klimawandel gibt es nicht erst seit 150 Jahren, nicht erst seit dem Ende der letzten Eiszeit. Nein, Klimawandel gab es schon immer und wird es immer geben. Die Frage ist, wie hoch ist der natürliche Anteil, wie hoch ist der menschliche Anteil bei Emissionen von etwa 750 Gigatonnen natürlichen Quellen und 40 Gigatonnen menschlichen Quellen? Kann sich das jeder, glaube ich, beantworten. Und die Frage ist, wie hoch ist eigentlich der Anteil Deutschlands und kann das in irgendeiner Weise was bewirken? Und was passiert, wenn Deutschland seine Industrie dicht macht und in China produziert wird und dort die dreifache Menge an CO2 emittiert wird? Denn Sie müssen mal schauen, Deutschland produziert extrem effizient. Rechnen Sie doch mal aus, die Industrieproduktion, die wir haben und wie viel CO2 dafür verbraucht wird. Und dann das Gleiche mal mit China, dann werden Sie feststellen, dass China dreimal so viel emittiert. Und Herr Cordes, Sie sagten dann, ja, da muss man die Naturwissenschaft betrachten. Ja, die Naturwissenschaft, Herr Cordes, sagt, dass CO2 in der Grenze überhaupt nicht Halt macht. Das heißt, alles, was Sie hier sparen und dreimal so viel in China ausgeben, sozusagen, oder emittieren, bedeutet einen Zuwachs an CO2, also eine globale Karbonisierung. Und das sind nun mal die naturwissenschaftlichen Regeln, die Sie nicht anerkennen wollen. Und Herr Okos hatte leider keine Kenntnis darüber, wie hoch denn die Preise für die sogenannten Erneuerbaren in 2030 sein sollen und wo sie aktuell doch bei sogar 15 Cent pro Kilowattstunde liegen, eine Zahl aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Auch bei seiner angeblichen Lösung von Strom aus Wasserstoff hatten Sie keine Ahnung, was da für Preise entstehen. Sie machen wieder mal eine Politik, ohne die notwendigen Grundlagen zu haben. Und Herr Brockes, Sie wollen die EU isolieren, indem Sie Länder in der EU in die Schranken des CO2-Zertifikates reinpressen. Das kann man machen, das führt dann aber in den langfristigen Ruin, es sei denn, man nutzt vielleicht wie Länder Wasserkraft oder auch CO2-freie Kernkraft, wie Frankreich das zum Beispiel macht. Stattdessen wollen Sie die Rezepte des Mittelalters mit Windmühlen und die Brennstoffzelle aus dem Jahre 1838. Das kann man machen, das ist dann aber auch der Weg in das Mittelalter. Vielen Dank.